Hey da draußen! Ja, seit fast einem halben Jahr, länger, 9 Monate, mache ich schon die sogenannten Ukulele-Workouts. Wir sind gerade bei 9, aber ist ja nicht so wichtig. Da trainieren wir einmal die Woche 45 Minuten lang alles, was so anfällt, nach dem von mir entwickelten isotonischen Zirkelintervall-Trainingsprinzip. Und weil das so ein kompliziertes Wort ist, das ich selber kaum rauskriege, habe ich gedacht, ich mache euch mal einfach so ein Try-Out, so ein Ausprobier-Dings, so zum Mitmachen, einfach so, damit du weißt, was wir da treiben. Also, wie gesagt, es sind mehrere Übungen, zwischen 4 und 5, je nachdem, wie wir so Lust und Laune haben. Und in der Regel mache ich was für die linke Hand, für die rechte Hand, für beide Hände und für ohne Hände. Weiß Bescheid, ne? So, in diesem ersten Tryout kümmern wir uns um die linke Hand. Okay? Fangen wir mal so an. Das Skalenspiel auf der Ukulele braucht gar nicht so viele Finger. Ja, tatsächlich, leg doch mal deine Finger auf die E-Seite, sodass dein Zeigefinger im ersten Bund liegt, der Mittelfinger im zweiten, Ringfinger im dritten und der kleine Finger im vierten Bund. Jetzt habe ich mich total verzählt. Es ist natürlich zweiter, dritter, vierter und fünfter Bund. Das kriegst du ja hin. Ne? Es müssten diese Töne hier irgendwie sein. So, jetzt nochmal zurück zum Skalenspiel. Da brauchen wir eigentlich diese 4 gar nicht so, sondern im Grunde gibt es gar nicht so viel Kombinationen, nämlich nur 2. Und die eine beackern wir jetzt. Die sieht so aus. Ich nehme jetzt den Mittelfinger nur deswegen weg, damit du das besser siehst. Ja, eigentlich sollte der nur so ein bisschen angehoben werden. Eigentlich, oder du kannst ihn sogar liegen lassen. Also, der erste Ton, den wir brauchen, ist dieser hier. Ist jetzt ein Fis, scheißegal. Der zweite Ton ist dieser hier. Ist ein Gis, scheißegal. Und der letzte Ton ist dieser hier. Ist ein A. Und was wir mit diesen Tönen jetzt machen, ist einfach erstmal in sogenannten halben Noten rauf und runter. Und damit du weißt, wie das Tempo läuft, habe ich hier so eine Tic-Tac-Maschine. Fachleute nennen sie Metronom und zähle euch ein. 1, 2, 3, 4. Achte darauf, dass du schön auf den Klick spielst, dass die Töne schön sauber klingen, möglichst gleich laut sind. Wenn du dir denkst, was macht denn der Iso, warum wackelt denn er so komisch mit der Hand? Ja, das ist so Gewohnheit. Man nennt es ein Vibrato. Und es soll dem Ton ein bisschen mehr Leben geben. Ja, so eine leichte Schwingung. Wenn du das nicht machst, hey, egal. So, ich wechsle jetzt noch nach einem. Einen machen wir noch und dann wechsle ich mal auf die Viertelnoten. Ja? 2, 3 und los geht das. Noch 4, 3, 2, noch einer. So, machst deine Hand locker. Ich mache so lange den Metronom ein Tickchen schneller. In der Regel so 3 Ticks weiter. Und dann machen wir es gerade nochmal. 1, 2, 3, 4. So, machen wir noch 4 Mal. 4, 3, 2, 1. Jo. Wir machen uns die Übung ein klitzekleines bisschen schwieriger, weil man spielt ja Melodien in der Regel nicht nur auf einer Seite, sondern auf 2. Pass auf. Wir machen genau dieselbe Figur, aber auf der A-Seite. Das heißt, wir fangen hier bei diesem Ton an, gehen 2 Bünde weiter, kleiner Finger. So, jetzt wechseln wir die Seite,
So, ich mache euch das mal vor. Das kann man ruhig mit dem Tempo, das wir gerade hatten, mal machen. Ich fange mit den halben Noten an. Zwei Schläge pro Ton. A one, two, three, four. Was ja eigentlich nicht passieren sollte, ist, dass die anderen Saiten mittöppern, wenn man spielt, aber da achten wir jetzt erstmal nicht drauf. Du guckst, dass deine Töne alle schön gleich laut sind und du schön im Bild bist. So, den machen wir noch fertig und dann probieren wir das in Viertelnoten, ja? Und los geht das. Ich hab's versaut. Muss noch eine extra Runde drehen nachher. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und ein letzter. Alright. Wir machen das Ganze ein Tickchen schneller. Und los geht das. A two. Halbe Noten fangen wir an. Two. A one, two, three, four. Erstmal das Tempo aufnehmen. Noch ein letzter in halben Noten. Und wir gehen auf die Viertel. Und wir haben ja bestimmt ein paar große dabei. Die können es ja jetzt mal mit mir zusammen in Achteln probieren. Vier. Drei. Zwei. One, two. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Was mir übrigens immer ganz wichtig ist bei den Workouts, ist, dass jeder das in dem Tempo macht, in dem er es hinbekommt. Das heißt, wenn du jetzt am Ende schon gedacht hast, hier bei dir piept's wohl ISO, ja, bleibst du halt in den Vierteln. Diese Übungen klingen ohnehin in der Regel total scheiße. Und deswegen macht das nichts, wenn man ein bisschen durcheinander spielt. Das gibt dem so ein bisschen Leben. Okay? So. Wenn du das jetzt ausreichend geübt hast, dann machen wir es in die andere Richtung. Weißt du, was ich meine? Ich meine damit, dass wir es jetzt... rückwärts machen. Und damit du jetzt nicht in Stolpern gerätst, mache ich das Metronom wieder ein bisschen langsamer, dass wir mit 80 Beats, fange ich in der Regel an, alles in Ruhe machen können. Meine Anschläge zum Beispiel, allerdings, übrigens, mache ich mit dem Daumen. Ja? Das heißt, ich versuche, wenn ich einen Ton spiele, immer schön mit dem Daumen die Saite zu zupfen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt die E-Saite spiele, dann bleibe ich mit dem Daumen auf der A-Saite liegen. Das ist der sogenannte abgesetzte Schlag. Ich finde, dass da bei der Ukulele etwas mehr rauskommt. Ja? Wir probieren das zusammen. One, two, three, halbe Noten. So, die Viertelnoten. Noch vier. Drei.
zwei. Und ein letzter. Okay. So, ich mache ein Tickchen schneller und wir probieren das Ganze nochmal. Runter. One, a two, a one, two, three, halbe Noten. So, wer sich traut, macht die Viertelnoten mit. Und los geht das. Vier. Noch drei. Noch zwei. Und ein letzter. Jawohl. So. Du wirst es kaum glauben, jetzt haben wir schon 10 Minuten gedingsbumst. Und jetzt würden wir auf die zweite Sache gehen, auf die Schlaghand. Aber damit lassen wir es heute erstmal, also zumindest in diesem Film. Ich mache noch zwei weitere für die Schlaghand und für so einen Kombinationsdingsbums. Vielleicht gefällt dir das, dann guckst du dir die zwei anderen auch noch an. Wenn es dir auch gefällt, könntest du zum Beispiel auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Oder das Filmchen hier liken oder teilen oder dich an der Nase kratzen und darüber freuen. In diesem Sinne, mach das gut. Bis bald. Tschüss. Wo muss ich jetzt drücken? Hier. Nee, da wollte ich.